Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Straßen des Glücks. Heute werden wir uns mit dem fünften Brett der Dragon Quest Tour weitermachen. Bei den Standardregeln wieder. Und das wird jetzt auch ein bisschen schwerer werden. Siegbedingungen erster oder zweiter Platz und der Zielbetrag ist 20.000. Und das Brett ist auch wieder ein bisschen größer. Und wie immer dürfen wir die Automaten bestimmen, wer anfängt und wer letzter wird. Ich werde definitiv der Letzte. Nee, ich darf als Zweiter beginnen. Immerhin mal ein Fortschritt. Ja, wie gesagt, Erster oder Zweiter müssen wir werden. Bankrottlimit ein Spieler und das wichtigste Zielbetrag sind 20.000 Gold. Prinzessin, ich, Alena und Bianca. Bianca ist neu. Und Prinzessin fängt mit der 200 und kauft mir natürlich sofort den ersten Laden weg. Neue Felder gibt es jetzt hier nicht. Ich würfel dann mal als erstes und kriege eine 7. Da haben wir den Rummel einmal. Was haben wir hier drüben? Noch nicht gut. Dann gehe ich mal hier. Versuche ich mal mein Glück hier unten. Oh, ein Grundstück, aber gerne doch. Ein Ballonskatplatz, bitte. So, damit haben wir unser erstes Grundstück. Wenn ihr nicht wisst, was die Grundstücke sind, müsst ihr einfach zwei Folgen meiner Videos angucken. Da habe ich erklärt, was. Ja, dass die Gebäudefelder sind, was man da bauen kann und wofür die man strategisch benutzen kann. So, Bianca ist dran, Nieder geht seinen eigenen Weg hier. Eine 2, damit kommst du auf das Farbenfeld. Und eine Warp-Karte, Nummer 83. Bei einer 1, 3, 5 Warp sie weg, bei einer 2, 4, 6 Warp wir weg, sie Warp weg. Das freut mich. So. Auf ein Grundstücksfeld, aber da passiert gerade nichts. Eine 2. Damit kommen wir auf so ein Warp-Portal. Und ich komme natürlich genau bei der Bank wieder oben aus. Freut mich nicht. Weil ich will die Symbole zusammen haben. Das Karo fehlt mir noch und das Kreuz fehlt mir noch. Die sind da unten oder da oben? Ja, wie in den letzten Parts werde ich versuchen, einen Bezirk mit mir unter den Nagel zu reißen. Das wird sich bei mir nicht ändern. Und dann Aktien kaufen und sofort ausbauen. Und dann hoffen, dass ich nochmal gewinnen werde. Aber jetzt wird es nämlich viel, viel schwerer. Als bei den vorigen Brettern. Jetzt brauche ich doch noch das bisschen Glück dabei. Kapitalertragssteuer von 2 Gold pro Aktie. Sie hat noch keine Aktien. Das ist gerade auch schon mal aus dem Spiel. Das freut mich. Ich darf mal wieder würfeln. Eine 2. Ja. Hol ich mir den Laden hier. Ich brauche Läden. Ganz wichtig, ich brauche wieder Läden. Eine 4 von Alena. Ja, und keiner hat einen Bezirk noch nicht. Das dauert echt noch. Aktienkurse steigen in einem zufälligen Bezirk. Das interessiert uns noch gar nicht alles hier. Weil er noch keine Aktien hat. Ja, von 8 auf 10 Gold. Bianca ist dran. Und sie würfelt eine 2. Damit kriegt sie das Eck. Ah, sie kann auch nach oben gehen. Okay, damit hat sie den zweiten Laden schon. Der Laden ist aber nicht gerade viel wert, das freut mich. Prinzessin ist dran. Würfelt eine 2. Jawohl, das gefällt mir. Da kauft sie wenigstens einen Laden mal auf. Sehr gut macht sie das. Gefällt mir. So, ich bin wieder dran. Ich würfel eine 5. Hier nach oben wie aufs Warpfeld. Das ist aber nicht mein Ziel. Ich würde das Kreuz gerne haben. 61. Ja, deine Dividende war 10%. Das hilft mir gar nichts. Ich habe immer noch keine Aktien.
Ja, das läuft momentan nicht so richtig gut für mich. Jetzt kauft sie mir den Laden auch noch weg. Da muss ich einen anderen Bezirk suchen. Eine 3 von Bianca. Sie geht zur Bank, kauft Aktien im Bezirk G. Jetzt weiß ich nicht, wo Bezirk G ist. Das müsste ihr Bezirk sein. Ja, ist es auch. Damit ist Prinzessa dran. Ich will eine 6. Hat damit alle Symbole zusammen. Ja, die 99 bringt jetzt gar nichts für sie. Da sind nämlich auch alle Farben drin. Ah ne, dann bekommst du eine Allzweckkarte. Das wusste ich auch noch nicht. Was auch mal was Neues. Ich bin wieder dran. Eine 5. Das ist auch nicht so prickelnd. Da gehe ich lieber aufs Peak. Alle Läden in einem zufälligen Bezirk. Oh, büßen 10% des Ladenwerkes das ein. Bezirk B. Oh, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Da habe ich einen Laden drauf. Das macht sich auf mein Vermögen nieder. Bei Lena auch. Eine 4. Ja, das macht sie gut. Da kommt's auch mit den Laden weg. Ist das Bianca dran? Eine 7. Das müsste. Oh, da kauft sie auch einen Laden. Ich möchte mir eigentlich wieder diesen Bezirk da unter den Nagel reißen. Ja, Prinzessa kauft auch wieder einen Laden. Ah, den Bezirk, da hätte ich eigentlich schon gerne da. Den hier. Ah, ich denke mal, dass sie mir den nicht geben wird, so einfach. Ja, 876. Das ist so viel. Der andere Laden von Alena. Ja, 399. Mal gucken. Verhandelt mit mir. 239, das nehme ich an. Damit habe ich meinen zweiten Laden schon mal. Es hilft mir aber immer noch nichts. Ah, ich würfel einfach mal. Eine 2, eigentlich. Alenas Laden. Ich habe nämlich alle Symbole. Und ich hoffe, dass keiner den teuren Laden da noch mehr von der Nase weggebitzt. So, Alena bekommt ihre Beförderung auf Stufe 2. Bekommt 471. Kann Aktien kaufen im Bezirk E. Oh, das ist ja richtig gut. Der Ballon bringt sie nämlich auf ein Feld ihrer Wahl. Und da hat sie sich schon ein Feld ausgeguckt mit 550. Den wird sie dann noch kaufen. Ah, den Bezirk hat sie vor, okay. Eine 7. Damit darf es zahlen an die Prinzessa. Am Momentan sind wir hinten, aber das interessiert mich gerade herzlich wenig. Mich interessiert es nur, den Bezirk da oben zu bekommen. So. Oh, die Stu hat schon 4 Karten gezogen. Okay, sie kann Geld gewinnen oder verlieren. Eins von beiden. Und sie gewinnt Geld. 60. Der Ballonplatz, der interessiert mich eigentlich da oben. Verhandelt mit mir 483. Nee. Ja, bestimmt komme ich da gleich drauf. 2, 4, 6, ja, bei einer 7 komme ich da genau drauf. Und die will mir immer noch zu viel für den Laden haben. 600, das nehme ich an. Ist das 2,4-fache? Ich komme gleich eher an die Bank vorbei. So, damit habe ich schon mal 3 Läden. Das freut mich. Oh, jetzt käme ich genau auf den Ballon auch noch. So.
Damit kriegen wir auch unsere Beförderung. Wir bekommen 484, investieren gleich in Aktien im Bezirk B. Ich kann nur 74 kaufen. Okay, ich kann nur 74 kaufen. Ich kann ausbauen. Das werde ich auch gleich machen. Die Frage ist nur, wie viel baue ich aus? Ich werde den Laden ausbauen. Ne, ich baue noch nicht aus. Es wäre die Symbole. Ich habe zwar nur 4 Läden, aber es reicht. Es muss reichen. Es muss einfach reichen. Ich bin wieder dran. Eine 4. So, dann habe ich schon mal das Kreuz zusammen. Und ich werde befördert. Wie herrlich ist das denn? Das war richtig gut. Zwar verliere ich alle Farben, aber ich hatte nur eine Farbe. Das ist so gut gewesen jetzt. Also ein richtiger Glücksgriff. So, sie verkauft Aktien. So, Bianca ist dran. Kommt an der Bank vorbei, hat die Symbole zusammen, bekommt die Beförderung. Bekommt 486, ich habe gerade was mit 600 bekommen. Und sie wobbt sich zum Rot, das ist unten rechts auf der Karte. Prinzessin ist wieder dran. Würfelt eine 1. Und darf eine Karte ziehen. 95. Also merken, die 70 ist eine gute Karte. Die 9, also. Alle anderen Spieler leisten ihr Gesellschaft. Ja, das sehe ich sogar sehr. Das sehe ich sogar relativ positiv. Das finde ich sogar richtig gut. Damit bin ich wieder dran. Ich bekomme den Superwürfel. Wie laufe ich jetzt? Laufe ich hier unten rum? Nein, definitiv leider nicht. Obwohl, doch, das mache ich. Jetzt, die 12 habe ich aufgedeckt. Ich kann einmal meiner Läden investieren. Das ist ja richtig gut hier heute. So, gleich mal den Laden erweitert. Und nochmal gleich den Aktienkurs erhöht hier. So, haben wir schon 3 Symbole. Wie viel nur das Herz? So, sie kann Aktien kaufen. Macht sie nicht. Jetzt keine mit 8 Bargeld. Da kommt man nicht mehr weit mit Aktien. Und Bianca ist drin. Also, ich habe momentan echt guten Lauf hier. Bin ich mal von diesem Spiel nicht gewohnt. Sie baut ein Finanzamt. Und eine 6 von Prinzessin. Sie wird immer zur Bank zurückgehen. Und ihre Beförderung abholen. Bekommt 483, kauft Aktien im Bezirk G. Und boppt sich auf das grüne Feld. Damit bin ich wieder dran. Da kaufen alle Aktien auf einmal. Na gut, der